Laufen mit Herz ist zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender Geras geworden. Einmal jährlich im Herbst lockt es hunderte Läufer ins Stadion der Stadt an der Weißen Elster. Auch die 5. Auflage stand dem in nichts nach. Schon bevor es losgehen konnte, gab es viel zu tun für die Schüler der Gera-Schulen. Die sorgten nicht nur für den ordnungsgemäßen Ablauf bei den Einschreibungen, sondern stellten auch viele der Läufer selbst. Über 1000 Läufer und Skater insgesamt gingen zur diesjährigen Auflage an den Start. Das Wetter war dabei zwar nicht das Schönste, aber dafür gut für die sportliche Betätigung. Und Laufen mit Herz tut ja nicht nur dem eigenen Körper gut, sondern soll ja vor allem mit dem erlaufenen Geld den Familien mit krebskranken Kindern helfen. So legten die Läufer in diesem Jahr 11.500 Runden und eine Gesamtstrecke von 4.641 Kilometern im Stadion zurück. Und da dieses Stadion im Buga-Gelände Hochwiesenpark liegt, durfte auch Buga-Königin Simone Hartung nicht fehlen. Während sie dieses Jahr nur den Lauf freigab, war sie 2006 noch selbst auf der Strecke dabei. Die Veranstaltung wurde auf jeden Fall ein voller Erfolg. Am Ende stand da ein Erlös von fast 21.000 Euro, der von den Teilnehmern erlaufen wurde.